Es wird auf jeden Fall spannend. Was machen wir alles? Gut, wir werden uns natürlich die Motorentechnik anschauen, auch ein bisschen Bezug auf die Abgastechnik. Möchten dann natürlich noch gewisse Arbeiten mit euren Autos selber durchführen. Das heißt, wir schauen uns mal einen Radwechsel an, schauen dann auch unter die Autos, was können wir hier während des Betriebs, beziehungsweise wenn das Auto natürlich aktiv unterwegs ist, was können wir alles an Wartungsarbeiten durchführen, beziehungsweise ja, wie können wir das Auto einfach besser bedienen, beziehungsweise auch dann ja, gewisse Tipps und Tricks anwenden. Wir stehen in Ulm vor Iveco und da kommt der Dennis raus. Hallo, guten Hallo. Morgen. Das ist natürlich lustig, weil ich war ja auch da drin. Wir sagen ja guten Morgen zu den Zuschauern. Ja genau, der Ayachi schaut auch raus. Ja, also wir sind jetzt bei Iveco angekommen. Und ja, gestern Abend schon. Ja, und haben das ist eine fantastische Sache, dass wir jetzt hier ein spezielles Training machen dürfen. Und zwar ein Schraubertraining, dass wir uns helfen können im Notfall für die Reifenwechsel und Bremsbackenwechsel, was auch immer. Dinge, die passieren können, wenn man unterwegs in der Pampa ist. Und das ist natürlich eine feine Sache, dass man auch als Privatmann an so einem Schraubertraining teilnehmen darf, weil normalerweise ist es ja bloß was für Werkstattleute und Kfzler. Aber das ist toll. Und jetzt sind wir mal gespannt, was auf uns wartet. Und jetzt gehen wir mal rein in das Iveco-Gelände, hier durch den Service-Training-Center-Eingang. Ja, schon überall Kollegen. Stehen die schönen Bimobile, haben offensichtlich alle hier schon genächtigt. So, jetzt gehen wir da mal rein. Zugang zum Iveco-Training-Center im Westdrehkreuz. Schauen wir mal. Ach, so rum geht's. Okay. Gut. Kommst du mit? Bist du drin? Ja. Okay, das ist das Gebäude rechts da. Ich weiß es, weil ich war schon vor 2 Jahren mal auf dem Training hier mit unserer anderen Terralove, die wir jetzt verkauft haben. Mit der kleinen Terralove. Jetzt haben wir die große Terralove, vielleicht so mehr oder weniger die Terralove World, mit der wir jetzt auch bald aufbrechen. Endlich mal für eine längere Tour. Da freuen wir uns schon tierisch drauf. Aber jetzt erst einmal schauen wir mal, was wir hier in diesem Trainingscenter alles lernen, was sie uns dabei bringen. Und ja, du bist diesmal bin ich ja auch dabei. Ja. Diesmal bist du ja auch dabei und das finde ich ganz toll, dass du dich da bereit erklärst, auch einmal eine Schraubenschlüssel in die Hand zu nehmen und einfach mitzumachen. Ist ja ganz gut, falls ich mal was vergesse, kannst du sagen, Dennis, das war doch so oder so. Hatten wir schon öfters, auch beim Fahrradschrauben, wenn man unterwegs was war, dass du dann ja auch einmal eine Idee hattest, die definitiv sehr, sehr sinnvoll war. Und insofern kann man halt mit doppelter Manpower mehr erreichen. Ja, ich war ja immer eher so für lieber ich koche was und du flickst was, so an den Fahrrädern und so. Ja. Aber ich finde, man kann schon auch als Frau hier und da mal Hand anlegen. Das stimmt. Jetzt gehen wir da rein. Hier ist der Eingang. Und da müssen wir jetzt die Maske aufsetzen. So, jetzt haben wir die Masken aufgesetzt. Das ist ja natürlich Pflicht hier. Und jetzt schauen wir mal in diese heiligen Hallen. Ja, ist noch gar keiner da, wir sind sehr früh dran. Ja, der grüne Vogel fängt den Wurm. Yes! Okay, da wird es dunkel. Ah, wird auch hell. Super. Okay, hier ist der Raum, soweit ich mich erinnere, für Frühstück und so und Pausen. Ja, du denkst schon wieder an Pausen und Essen. Ja. Jetzt geht es erstmal los hier. Ja. Das ist so diese Halle, wo geschraubt wird für die Teilnehmer. Schau mal da, wie das sind die Motoren, an denen wir dann mal Hand anlegen dürfen. Da sind wir ja gespannt, sind wir das? Ja, es ist nämlich so, dass es 3 Tage lang ist. Also in 3 Tagen kann man natürlich nicht so wahnsinnig viel lernen, aber ich denke mal, dass das eine oder andere kann man auf jeden Fall mitnehmen. Normalerweise ist so eine Ausbildung, ja, Kfz-Ausbildung, sicherlich 3 Jahre oder 3,5 Jahre. Aber es ist schon mal toll, dass man da ein bisschen was lernen darf. Und hier
sind wir jetzt im Schulungsraum. Wir sind tatsächlich die Ersten. Und da ist, schau, da ist unser Tisch hier. Hallo Daniel, hier können wir dich hier mal kurz vorstellen. Jawohl, also Dennis, Tanja, herzlich willkommen zu unserem Schraubertraining. Ja, danke schön. Der Dennis schon zum zweiten Mal dabei, freut mich natürlich, dass du wieder da bist. Ja, Tanja zum ersten Mal dabei, freut mich natürlich auch, dass du gekommen bist. dieses Jahr wieder 3 Tage Schraubertraining bei uns in Ulm, direkt im Schulungszentrum in der Grunddienstschule. Was erwartet uns? Ihr seid ja relativ viel mit eurem Camper unterwegs. Und da wollen wir als Iveco einfach euch mit auf den Weg geben, was können wir für kleinere Reparaturen durchführen, was haben wir für Servicearbeiten, die eben anstehen und wie können wir diese eben relativ schnell dann bewältigen oder auch gewisse Fehler deuten und einfach auch die Benutzung vom Auto ein bisschen erklären. Ja, genau. Macht auf jeden Fall Sinn für uns, ne? Wenn wir da irgendwo in der Pampa sind, genau. Und erlebt, dass dann irgendwas ist und dann ist ja ganz sinnvoll, wenn man was bestimmen kann, dass es was für Bauteil es ist oder was man dann austauschen muss. Wir hoffen natürlich, dass wenigstens möglich vorfällt, ausschließen kann man es natürlich nie und deswegen sind wir hier, machen das Schraubertraining die nächsten 3 Tage. Es wird auf jeden Fall spannend, was machen wir alles? Wir werden uns natürlich die Motorentechnik anschauen, auch ein bisschen Bezug auf die Abgastechnik, möchten dann natürlich noch gewisse Arbeiten mit euren Autos selber durchführen. Das heißt, wir schauen uns mal einen Radwechsel an, schauen dann auch unter die Autos, was können wir hier während des Betriebs, beziehungsweise wenn das Auto natürlich aktiv unterwegs ist, was können wir alles an Wartungsarbeiten durchführen, beziehungsweise wie können wir das Auto einfach besser bedienen, beziehungsweise auch dann gewisse Tipps und Tricks anwenden. Beste ist, wir packen dich einfach mit rein, Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Daniel, komm raus, halt was. Ja, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich bin hier sehr, sehr zufrieden bei der Iveco und mir macht es auch sehr, sehr viel Spaß hier. Ja, super, dann freuen wir uns auf ein tolles Training. Jawohl. Ja. Und schauen mal, was wir da filmerisch mitnehmen können. Ja. Alles natürlich nicht, das ist ja auch Theorie dabei. Aber hier und da können wir sicherlich auch was einfangen. Ja, alles klar. Jawohl. Ja gut, dann also bis gleich. Freuen wir uns auf 3 spannende Tage. Ja, vielen Dank und macht es gut. Ja, bis gleich. Hier sehen wir unseren Motor. Motor F1C, wie wir es gerade schon gesagt haben, ein ganz normaler 4-Zylinder Dieselmotor. Meins zum Aufbau, relativ einfach. Hier auf der Abgasseite sehen wir dann noch den Abgasturbolader. Was wir dann natürlich hier vorne noch alles sehen, der komplette Riementrieb, natürlich auch je nach Ausstattung immer ein bisschen verschieden. Einmal der erste Riemen treibt dann unter anderem auch die Lichtmaschine an. Dann gibt es natürlich auch noch zum Beispiel einen zweiten Riemen, hat jetzt der leider nicht verbaut, um zum Beispiel noch den Klimakompressor anzutreiben. Der Riemenwechsel machen wir nachher auch noch. Das heißt, wir haben hier eine ganz einfache Spannrolle. Falls der Riemen mal kaputt gehen würde, kann man hier mit dem passenden Werkzeug drauf, drückt ihn nach unten, kann den kompletten Riemen dann auch wechseln. Also gar kein Problem. Dann dahinter verbirgt sich dann die komplette Ventilsteuerung, heißt dann die 2 Ketten, was wir haben. Und hier oben sehen wir dann auch den Nockenwellensensor, wie wir es vorhin schon besprochen haben. Unter anderem finden wir hier auf dieser Seite den Kurbelwellensensor. Das heißt, diese 2 Sensoren sind immer dafür zuständig, für die komplette Motorsteuerung, wann wird eingespritzt. Okay? Dann haben wir natürlich die Frischluftseite noch. Das heißt, in der Regel vorne dann noch den Luftfilter verbaut. Dann geht es über die Frischluft rein. Dann haben wir noch hier unsere Drosselklappe verbaut. Die Drosselklappe steuert dann immer das Gasverhalten vom Motor. Bei der Drosselklappe hier oben noch ein Temperatursensor und dann natürlich die komplette Elektronik. Das heißt, die Drosselklappe ist immer abhängig von der Gaspedalstellung. Wenn wir Gas geben, verändert sich hier natürlich dann die Klappenstellung und umso mehr Gas wir geben, umso weiter geht die Klappe dann auch auf. Das heißt, die ganze Frischluft kommt dann rein mit ein bisschen Abgas von hier. Das heißt, hier haben wir auch noch das AGR-Ventil. Funktioniert in der Regel genau gleich wie die Drosselklappe, nur für die Abgasseite. Und mit Abgas und Frischluft geht dann das komplette und die komplette Luft rein in den Motor. Hier oben haben wir dann noch die Injektoren.
die Injektoren geben dann den Kraftstoff dazu. Das ist es im Endeffekt, genau. Was wir dann natürlich noch haben, von hinten kommt dann noch der Kraftstoff. Das heißt, hier haben wir dann die verschiedenen Kraftstoffleitungen. Gehen dann natürlich hier in die Pumpe rein. Hier haben wir dann die Hochdruckpumpe sitzen. Die erzeugt uns unseren Hochdruck. Und geht dann natürlich auch einmal wieder zurück. Das heißt, in den Tank wieder komplett zurück. Ebenfalls haben hier oben die Injektoren auch einen Rücklauf. Das heißt, es gibt immer einen gewissen Rücklauf von den Injektoren. Das heißt, das ist das sogenannte Lecköl. Das Lecköl geht dann auch wieder zurück, geht dann auch in die Rücklaufleitung und wird dann wieder in den Tank reingepumpt. Okay? Dann hier oben natürlich unseren Öleinzeldeckel. Was wir haben, können wir natürlich dann unser Öl reinmachen nach dem Ölwechsel. Dann haben wir hier einmal natürlich den Ölstandsgeber, den Peilstab. Am Peilstab sehen wir dann auch zwei Markierungen. Einmal hier und einmal hier. Das heißt, einmal minimal und einmal maximal. Und dazwischen drin sollte dann einfach der Ölstand sein. Okay? Regelt immer die Wassertemperatur. Sprich, wir wollen immer einen betriebswarmen Motor. Betriebswarm heißt so knapp 80 bis 90 Grad Celsius. Das regelt unser Thermostat. Thermostat ist wie ein Art Tellerventil mit einer Feder, mit einem Bimetall drin. Und erst wenn der Motor und auch die Heizung im Innenraum für den Fahrer warm wird, dann öffnen wir für den großen Kühlkreislauf. Der große Kühlkreislauf ist dann nur dafür da, natürlich um die Betriebstemperatur vom Motor, falls der zu warm werden würde, wieder herunterzusetzen. Man sollte auch niemals bei warmem Motor oben am Ausgleichsbehälter den Verschluss öffnen, weil der steht unter Druck. Das heißt, wir haben hier einen Druck von ca. 1,2, 1,3 Bar, weil unter Druck stehendes Wasser fängt nicht so schnell zum Kochen an. Okay? Dann haben wir natürlich auch die Flüssigkeit da drin. Das heißt, wir haben da ein Frostschutzmittel drin. Das kommt vom Hersteller Paraflu. Und das sollte immer 50 zu 50 mit destilliertem Wasser gemischt sein. Weil wenn wir ganz normales Leitungswasser nehmen, ist es nicht entkalkt. Und somit könnten sich da Kristalle bilden mit Verbindung mit dem Paraflu. Okay, dann, was haben wir sonst noch? Am anderen Motor drüben sehen wir es, glaube ich, noch besser. Da müsste der Ölfilter noch dran sein. Richtig? Ja. Genau. Gehen wir mal ein bisschen hier rüber. Dann sehen wir hier von dieser Seite auch, wie der Ölfilter dran ist. Das heißt, der Ölfilter steht hier auf dem Kopf. Wenn wir jetzt natürlich einen Ölwechsel machen, müssen wir als erstes mal die Ölablassschraube aufmachen. Dazu können wir den Motor auch einmal drehen. Das heißt, es braucht bloß eine Hilfe. Einer muss mir helfen, den ein bisschen zu drehen. Genau. Und dann drehen wir ihn wieder fest. Was wiegt der Motor eigentlich? Was wiegt der Motor? Der Motor müsste so knapp 190 Kilogramm haben, meine okay. ich. Genau. Also beim Ölwechsel gehen wir relativ einfach vor. Das heißt, mit dem passenden Werkzeug, hier haben wir einen Inbus, schrauben einmal die Ölwanne auf, beziehungsweise die Ablassschraube schrauben auf. Und dann sollte das Öl sollte auch immer betriebswarm sein. Das heißt, der Motor vorher warm fahren, damit es einfach besser rausfließt. Ölablassschraube auf. Dazu empfiehlt sich auch entweder oben die Öleinfüllkappe aufzuschrauben oder den Ölmessstab ein bisschen ziehen, damit da Luft reinkommt, damit das besser rausfließt. Okay? Dann warten wir, bis das komplette Öl abgelaufen ist. Dann können wir den Ölfilter ausschrauben. Der Ölfilter ganz normal mit dem passenden Werkzeug oder es gibt da auch so Ölfilterbänder, was wir da verwenden können. Den Ölfilter ausschrauben, dann natürlich einen neuen Ölfilter wieder verwenden, die Ölablassschraube wieder einschrauben und dann das Öl in vorgeschriebener Menge und Qualität natürlich auffüllen. Menge und Qualität bekommt ihr nachher von mir noch ein Blatt, wo dann alles draufsteht. Genau. Schöne Frage. Ja. Nicht zum Öl, aber das ist der Klimakompressor, oder? Das ist der Klimakompressor, jawohl. Und der schaltet sich ja an und aus. Genau. Und der piepst, der pfeift, also der hat ein Eigenleben. Das, wo wird die Reibung, also wenn der anläuft, wie kriegt er seine Energie? Über einen Riemen.
Über den Riemen. Genau. Und dieses Pfeifen kommt wahrscheinlich von dem Riemen, oder? Das Pfeifen könnte eventuell vom Riemen kommen, aber dieser Kompressor ist ein sogenannter Taumelkompressor. Das heißt, der hat hier eine Taumelscheibe drin, die bewegt sich immer ungefähr so. Ja, ja. Und dann hat er auch verschiedene Kolbenelemente. Und diese Kolbenelemente verdichten dann eben das Kältemittel. Ja. Das Kältemittel ist das R134A. Ja. Das heißt, das Kältemittel kommt quasi in einem Aggregatzustand, das ist gasförmig. Und wenn wir das dann unter Druck setzen, wird das dann flüssig. Das heißt, wir müssen den Aggregatzustand ändern und das ändern wir unter Druck. Ja. Und dann geht es weiter vom Klimakompressor in den Kondensator. Im Kondensator wird dann das warme, weil wir das ja unter Druck gesetzt haben, das warme Kältemittel wird dann wieder runtergekühlt. Dann geht es durch eine Festdrossel oder ein Expansionsventil durch. Hier wird dann quasi unter Druck das Kältemittel vom flüssigen wieder in den gasförmigen Zustand begeben. Und daher haben wir dann auch die Abkühlung in der Klimaanlage selber. Das heißt natürlich, es befindet sich Flüssigkeit hier drin und das könnte natürlich ein bisschen Geräusche machen. Oder natürlich vorne der Riemen. Mhm. Beim Riemen an der Klimaanlage, dazu drehen wir den Motor am besten wieder. Obacht, der könnte jetzt hinten bloß runtersacken. Jawohl. Dankeschön. Riemen von der Klimaanlage, der läuft separat. Den haben wir jetzt hier nicht mehr drauf. Das heißt, der läuft hier über die Vorderriemenscheibe. Mhm. Dann haben wir hier unten nur eine Umlenkrolle, das ist keine Spannrolle. Ah, okay. Und wird dann über den, über die Riemenscheibe hier dann gezogen. Okay. Gell? Und dazu benötigen wir in der Regel kein Spezialwerkzeug. Das heißt, wir legen den über den Klimakompressor, über die Umlenkrolle und können den dann über die Riemenscheibe draufziehen. Und, der Klimakompressor, der läuft immer mit dem, mit derselben Kraftaufwand oder ist der einmal kraftlos und läuft nur leer mit und schaltet sich dann wieder ein, wenn er verdichtet? Genau, jetzt sehen wir es. Jetzt gerade können wir die Riemenscheibe drehen, wie wir wollen, ja, weil der hat keinen Kraftschluss. Das heißt, wir haben hier vorne eine Magnetkupplung, jetzt dreht er. Jetzt sehen wir. Ah, okay. Und erst wenn die Magnetkupplung geschaltet hat, dann dreht der. Läuft unter Last. Genau, es gibt da gewisse Einschaltkriterien von der Klimaanlage. Zum Beispiel jetzt, wenn wir es draußen 4 Grad Celsius haben, wird der Klimakompressor nicht einschalten, weil da ist der Druck vom Kältemittel zu gering. Aha. Und wir nutzen einfach die kalte Luft von außen, um die ins Fahrzeug reinzubringen. Ab einer Temperatur von ca. 8 Grad Celsius, so ungefähr 7, 8 Grad, haben wir den nötigen Druck in den Leitungen. Das haben wir dann auch einen Sensor noch verbaut in der Klimaanlage selber. Und da können wir dann einschalten und über dieses Kabel wird das dann ganz normal angesteuert. Das heißt, hier bekommen wir einmal Befehl, schaltet dann die Klimaanlage ein. Das heißt, die Magnetkupplung zieht an und dann läuft der mit. Das hören wir dann auch. Oder wenn wir mal das Auto laufen lassen, ganz normal am Standgas, schalten die Klimaanlage zu, dann macht das einmal so. Und dann arbeitet er mit und dann können wir sie wieder ausschalten, dann läuft der Motor leichter. Klimaanlage verbraucht so ca. 2-3 PS vom Motor. Genau. Okay. Okay, was haben wir sonst noch verbaut? Hier drinnen haben wir noch einen sogenannten Blow-By-Filter. Das heißt, der Blow-By-Filter hat die Aufgabe, eigentlich die entstehenden Dämpfe, die Öldämpfe, die bei uns im Motor entstehen, hier abzuleiten. Die dürfen wir ja nicht einfach nach außen leiten. Das heißt, ein Schleuderfilterelement verbaut, können wir auch nachher mal anschauen, wie wir den am besten wechseln. Geht dann eine Leitung hoch und geht dann wieder in die Luftansaugung rein. Nach dem Luftfilter wird das wieder zugeführt, weil wir es nicht in die Umwelt rauslassen dürfen. Okay, also sonst noch. Muss man den wechseln, so Luftfilter wechseln, das, ja, aber das Ding? Ja, ich sag mal, ein Filter, jeder Filter kann mal zu werden und genauso diese Schleuderfilter. Und wenn dieser Blau-Beifilter zu ist, der ist ja für die Kurbelgehäuseentlüftung zuständig. Wenn wir jetzt einen zu hohen Druck hätten, dann würde sich das natürlich negativ auf unsere Wellendichtringe ausüben. Das heißt, irgendwo drückt dann das Öl raus, das heißt vorne Kurbelwellendichtring oder hinten am Schwung oder dass dir einfach der Ölpeilstab leicht rausläuft, wenn der Druck zu groß wird. Was auch ein Problem sein könnte, dann der Turbolader. Turbolader für eine Anzeige? Zeigt er das von Nein, nein. Nicht. Zeigt er nicht an. Ja. Die meisten Werkstätten wechseln den einfach dann beim Kundendienst mit.
Also die reinigen nicht, sondern die wechseln den. Der wird gewechselt, ja. Das ist so ein kleines Filterelement, können wir nachher mal ausbauen und dann sehen wir das. Ja? Genau. Jetzt habe ich mal eine Frage zum Ölwechsel. Ja. Gibt es da irgendwie eine Norm, wann Ölwechsel gemacht werden muss? Denn wenn ich doch fahre, sehe ich doch zu, dass mein Auto in Ordnung ist. Ja, und ich finde es jetzt schwachsinnig, wenn Sie mir jetzt sagen, ich soll einen Ölwechsel selber machen, ich muss ja das alte Öl irgendwo entsorgen. Das kann ich ja nicht irgendwo hinschütten. Ja, also das alte Öl entsorgen ist gar kein Problem. Überall, wo man Öl einkauft, darf man das alte Öl auch abgeben. Ach so. Das ist, oder an jeder Tankstelle gibt es so Ölsammelstationen, die kann man das Öl abgeben. Und es gibt einen festen Wartungsplan für diese Motoren. Ja. Den bekommt ihr dann heute auch noch oder morgen im Laufe des Tages. Das heißt einfach, einmal im Jahr oder alle 20.000 Kilometer ist bei diesem Motor das Motoröl zu wechseln. Aha. Genau. Okay. Wir hatten über den Wechsel nochmal gesprochen. Ist der, die Ablassschraube, ist der Dichtringer ein Mehrwegdichtring oder muss ich den tauschen? Jeder Kupferring ist ein Einmaldichtring. Das heißt, der Kupferdichtring muss dann getauscht werden, weil Kupfer staucht sich, weil es ein relativ weiches Material ist. Und der Kupferdichtring muss dann getauscht werden. Gibt es aber natürlich auch als Ersatzteil. Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Ja. Sie haben ja gesagt, dieses Ding hier ist so eine Art Keilriemen, sage ich jetzt. Das ist ein Riemen, ja, genau. Ja, der kann reißen. Würden Sie empfehlen, man nimmt einen, wenn man länger reißt, zwangsläufig mit? Oder ich sage jetzt mal ganz banal, das ist uns mal passiert, der ist auch so ein Ding gerissen, dann hat man mal eine Strumpfhose genommen. Ja. Ist das hier auch möglich? So. Strumpfhose hat man früher beim VW Käfer genommen. Genau. Nicht Zeit. Ja. Also, nein, also es ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man länger unterwegs ist, so einen Riemen mitzunehmen. Ja. Gerade wenn man viel durch Wasser fährt, Umwelteinflüsse machen den Riemen natürlich auch nicht besser. Ja. Auf jedem Riemen ist eine Ersatzteilnummer drauf, findet man auch. Ersatzteilnummer kann man auch noch raussuchen, dass wir die kleine Liste machen, wo alle Nummern draufstehen, was dann empfehlenswert ist, einfach mitzunehmen. Es gibt für diesen Riemen auch einen Wechselintervall. Ist auch dann im Serviceplan hinterlegt, was er dann auch bekommt. Mhm. Genau. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch ein paar Sensoren und ein paar Aktoren an. Die einfachsten Sensoren, die wir auch brauchen, damit der Motor zuverlässig läuft, ist natürlich einmal oben der Nockenwellensensor und einmal hier an der Seite sehen wir dann noch den Kurbelwellensensor. Das sind die zwei Sensoren, die eben immer sagen, wann hat der Motor jetzt seinen OT bzw. wann muss ich einspritzen. Wenn wir zum Beispiel ein Problem mit der Steuerkette hätten, dann würden die zwei Sensoren sagen, im Fehlerspeichereintrag nicht plausibles Signal. Wenn wir dann anfangen, in der Frischluftseite, kommen wir ja hier über die Drosselklappe rein, haben wir einmal hier einen Temperatursensor. Temperatursensor von der angesaugten Ladeluft. Dann geht es über die Drosselklappe rein und dann haben wir hier unten den sogenannten Ansaugrümmer. Im Ansaugrümmer haben wir hier noch einen Sensor sitzen. Das ist dann der Druck- und Temperatursensor vom Ansaugrümmer. Den finden wir hier. Relativ verbaut. Das heißt, alles, was an Frischluft in den Motor reinkommt, wird hier nochmal gemessen. Aufgrund von den Abgasnormen, was wir haben, arbeiten wir auch mit AGR. AGR bedeutet Abgasrückführung. Die Abgasrückführung, das ist, mit dieser Abgasrückführung können wir Abgase vom Motor in die Frischluft geben und somit setzen wir die Verbrennungstemperatur vom Motor oder im Motor selber herunter und somit können wir NOx, sprich Stickoxide, bereits im Motor selber reduzieren. Damit das Abgassystem funktioniert, haben wir hier unten natürlich vom Krümmer ein Rohr in das AGR-Ventil. Das AGR-Ventil steuert dann auch über die Motorsteuerung die Ansteuerung. Dann geht das Abgas über diesen Kühler hier und geht dann hier runter. Hier haben wir noch einen Abgastemperatursensor. Und dann geht es natürlich in die Frischluft mit rein zum Motor selber, sprich in den Brennraum. Dann natürlich auch wichtig, dass der Motor läuft, hier oben unsere Einspritzdüsen bzw. Injektoren. Das sind ganz normale Magnetinjektoren. Oben sehen wir dann auch den Rücklauf noch. Zu den Injektoren kann man eigentlich selber nicht viel machen. Wenn man die austauscht, muss man auch in die Werkstatt gehen, weil hier gibt es einen sogenannten numerischen Abgleich. Das heißt, jeder Injektor hat gewisse Toleranzen und damit diese Toleranzen eben
im Motorsteuergerät mitgeteilt werden, müssen wir hier eben einen sogenannten IMA-Code eingeben, damit die Einspritzzeit wieder an die Einspritzmenge angepasst wird. Okay? Gut, was haben wir sonst noch? Am Ölfilter hier unten ein kleiner Rotorsensor, ist auch drüben bei dem Motor verbaut, der steht eigentlich genauso wie der. Und am Ölfilter, an der Ölfilterkonsole haben wir noch einen Öldruckschalter verbaut, das ist diese kleine rote. Der hat einen Schaltdruck von 0,2 bis 0,4 Bar. Dann Hochdruckseite gesehen, haben wir dann hier noch unsere Hochdruckpumpe. Ich dachte, das heißt, wenn der verstopft wäre und die Staudruckanzeige würde sagen, genau, der ist verstopft, gibt es einen Bypass und dann würde er... Wir haben einen Bypass verbaut, das sehen wir nachher dann in der Schulungsunterlage noch. Der Öldruck wird dann nur geschalten, wenn er zu wenig würde, also wenn der zu rasch sinken würde. Schaltdruck zwischen 0,2 und 0,4 Bar. Das heißt, wenn der Öldruck weg wäre, dann hätten wir natürlich unsere Kontrollleuchte, die rote Öllampe im Instrumentencluster leuchten. Genau. Könnte ich mit einem verstopften Ölfilter eine Zeit fahren? Ja. Das heißt, der Bypass würde aktiv, ich genau, könnte ohne Ölfilter fahren. Genau, verstopfte Ölfilter könnte man fahren, ist natürlich auch nicht ratsam. Deswegen halt immer auch die Wartungsintervalle einhalten. Das heißt, der Ölfilter hat einen sogenannten Bypass verbaut. Das ist eine ganz normale, wie eine Art Plattenventil und ist mit einer Feder vorgespannt. Das heißt, wenn jetzt der Öldruck im Ölfilter selber steigt, wird das Plattenventil natürlich überwunden und dann kommt dreckiges Öl in den Motor, aber lieber dreckiges Öl wie gar kein Öl. Genau. Ist die Ölablassschraube, ist die magnetisch, dass die schon mal ein bisschen was rausfiltert? Oder? Das ist jetzt eine gute Frage, die müssen wir nachher mal aufschrauben, dann können wir da mal nachschauen, ob da ein Magnet unten dran ist. Kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Gut, dann schauen wir noch auf die andere Seite rüber. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann auch noch ein paar Sensoren, ein paar Aktoren. Das heißt, hier dann natürlich noch der wichtigste, unser Kurbelwellensensor. Dann haben wir hier jetzt einen neuen Turbolader. Turbolader ist eben ein verstellbarer Turbolader. Der hat dann einen Positionssensor verbaut und wird dann komplett elektrisch angesteuert. Bei euren Autos haben wir noch die alte Version verbaut, wie wir es an dem Motor drüben haben. Das heißt, da wird es nur über Unterdruck gesteuert und da haben wir eine Dose verbaut, wo dann aber auch immer die Position von dem Turbolader eben erkennen kann. Sonst zum Motor, hier haben wir noch einen Stecker verbaut, das heißt, hier vorne läuft dann auch unser Lüfter mit. Das heißt, hier haben wir auch wieder eine Magnetkupplung verbaut. Erst wenn die Magnetkupplung aktiv ist, wird dann auch der Lüfter eben betätigt. Das heißt, wir haben zwei Lüfterstufen und dann gibt es auch wieder verschiedene Einschaltkriterien, zum Beispiel die Kraftstofftemperatur oder natürlich auch die Motor-Kühlwassertemperatur, was wir hier als Einschaltkriterium eben hernehmen. Okay, sonst am Motor, gibt es noch irgendwelche Fragen? Anlasser, ist jetzt da keiner dran, weil diese Schwungmasse ist ja erleichtert, gewichtserleichtert. Genau, also der hat ja praktisch gar keine. Wir haben jetzt hier zwei verschiedene. Das ist einmal die sogenannte Flexplate, was wir verbaut haben. So ist es bei jedem Auto verbaut mit Automatikgetriebe. Okay. Alle Autos mit Schaltgetriebe haben dieses Bauteil verbaut. Das ist ein sogenanntes Zwei-Massenschwungrad. Da haben wir ein Zwei-Massenschwungrad verbaut. Okay. Das ist für alle Autos mit Schaltgetriebe. Okay. Die haben das verbaut. Zwei-Massenschwungrad, relativ einfach. Wir haben eine Primär- und eine Sekundärseite. Und dann kann man das so verdrehen. Das heißt, einfach um Vibrationen vom Antriebsstrang herauszunehmen, haben wir hier dieses Zwei-Massenschwungrad verbaut. Okay? Genau, Kollegen. Also die Frage ist jetzt, was man selbstständig am Motor wechseln kann. Genau, und da fangen wir jetzt mal an mit dem Riemen. Das heißt, wir brauchen natürlich immer ein passendes Werkzeug, damit wir wissen, wo wir ran. Also das ist jetzt ganz normales Handwerkzeug. Ich weiß jetzt bloß nicht, welche Schlüsselweite. Müsste eigentlich zwischen 13 und 15 sein. Und dann haben wir hier, genau, dann haben wir hier diese Spannrolle. Und diese Spannrolle können wir jetzt einfach hier runter. Das heißt, die ist federbelastet. Mit einem ganz einfachen Handwerkzeug gehen wir hier hoch, können dann den Riemen quasi runternehmen, lassen die Spannrolle los und so schnell
hätte ich den Liemann jetzt gewechselt. Kommt man da ran im Motorraum? Bitte? Da kommt man ran, oder? Kommt man da ran? Als Anmerkung ist halt, dass er jetzt gerade im Radkasten steht. Ja, gut. Ich sag mal, bei euch in den Autos, wenn man von unten arbeitet, geht's relativ gut. Von unten? Ja. Also legst du auf den Boden und machst das? Auf den Boden legen, einmal rauf und dann geht es relativ gut. Okay. Genau. Und so schnell wäre jetzt eigentlich der Riemen gewechselt. Und jetzt okay. Jetzt machen wir es wieder einmal rein. Das heißt, wir gehen da drüber. Da muss man halt immer rausfinden, wie ist die beste Abfolge, wie macht man am besten drauf. Bleib stehen. Jetzt sind wir durchgerutscht. Das stimmt, ja, die Riemenabfolge, die muss man einfach wissen. Weil das sind jetzt mal vermuten, auch noch zeigen. Nein, liege jetzt ungern auf dem Boden hin. Genau, und wenn wir dann ein Auto haben mit Klimaanlage, wie jetzt der zum Beispiel drüben, dann können wir den Riemen, da müssen wir dann auf diese Schraube hier drauf, da brauchen wir schon einen relativ großen Schlüssel oder einen Nuss am besten mit einer Ratsche. Und dann können wir dann über diese Riemenscheibe auf der Klimakompressor der andere drauf drehen. Gibt es in der Anlage irgendwie solche Kenngrößen? Nee, da haben wir jetzt nichts aufgeführt, aber ich sag mal, das ist relativ ganz normales Handwerkzeug. Wir sehen es hier an der Werkzeugkiste, ich sage mal, ein ganz normaler Schlüsselsatz, ein paar Schraubenzieher. Und das ist ein 15er jetzt. Genau. Ich habe nur einen 17. Ja. Aber wir arbeiten hier auch mit relativ vielen normalen Handwerkzeug. Genau. Und dann können wir jetzt noch den Blau-Beifilter wechseln. Empfiehlt es sich, den Riemen irgendwie noch zu warten, irgendwie einzusprühen, dass er länger hält oder... Nein, das ist so die Gummierung oder so. Ist so nichts vorgesehen. Es gibt schon so Riementreibspray oder so ein Riemenwachs gibt es, wenn man jetzt natürlich viel durchs Wasser oder so durchfährt. Also richtig extrem. Dann kann man sowas schon mal drauf tun, falls der durchrutschen würde. Weil durch Wasser und sonstiges, wir sehen, der Riemen hier innen, der ist beschichtet. Der hat eine gewisse Beschichtung drin. Wenn die Beschichtung natürlich runtergehen würde, dann könnte das zu rutschen anfangen. Aber sonst eigentlich nicht. Ich sag mal, wenn wir da jetzt irgendwie Wachs drauf tun, wir fahren dann durch staubiges Terrain oder sowas, dann setzt sich natürlich der Staub auch wieder auf dem Riemen nieder. Ja. Lassen wir da? Ja. Okay. Dann einmal diesen sogenannten Blau-Beifilter. Das heißt, hier brauchen wir einfach eine 10er Nuss oder einen 10er Steckschlüssel. Aber ich sag mal, wenn das in der normalen Wartung gemacht wird, sollte da eigentlich nicht viel passieren, außer man ist jetzt irgendwie 3 Jahre unterwegs. Dann kann man sich dieses Teil natürlich schon mal mitnehmen. Aber dann hast du wieder so viele Ersatzteile dabei, ne? Das ist natürlich eine Herausforderung. Ja, ich sag mal, die Standardersatzteile gibt es natürlich bei jedem Iveco-Händler, aber es gibt natürlich auch Länder, wo Iveco nicht vertreten ist. Zum Beispiel? Das können wir nachschauen, da gibt es eine Internetseite. Ich glaube in Asien, ne? Das ist schlecht. Asien ist ein bisschen schlechter. Nordamerika ist nicht gut. Südamerika ist gut, ne? Da kommen wir nach Südamerika. Spannender. Da ist auch gut. Das ist dann der Weideverschiffung, ne? Nach ja, Australien. Das ja. Aber Iveco ist da dabei. In diesem Deckel ist noch ein Dichtring drin, das heißt, der geht ein bisschen schwerer runter. Dann können wir natürlich diesen Deckel. Dann können wir diesen Deckel rausmachen. Und hier sehen wir dann diesen Schleuderfilter. Thank you.
Dann benötigen wir eine sogenannte Sägeringzange. Da können wir dann reingehen auf diesen Sägering und können dann diesen Sägering rausmachen. Okay? Und dann geht man am besten auch mit dieser Zange rein. Aber Daniel, jetzt ganz kurz, klar, im Liegen von unten hast du eine Chance. Hast du eine Chance? Realistisch gesehen? Ja. Eine Chance hast. Eine Chance hast. Verdammt kleine. Und du musst halt wissen, wo langst du hin. Wo langst du hin? Ja. Du musst wissen, wo du hinlangst. Du musst genau. Das gemacht haben. Deswegen sind wir ja da. Ja, ja, ist klar. Gell? Ja, und dann legst du vielleicht so die Kopf zu sägen. Genau, es gibt natürlich diese Zangen in verschiedenen Ausführungen. Auch das. Der Kollege hat die auch da, die gibt es auch zum Beispiel in so einer Ausführung. Ja. Dann kommt man natürlich mit den Platzverhältnissen ein bisschen besser klar. Im eingebauten Zustand, die Jungs bei uns, unsere Jungs von den Werkstätten draußen, die machen das auch im eingebauten Zustand. Die nehmen dann auch so eine Zange, die gehen halt von oben her, weil die, sag mal, Commercial Vehicles halt nicht so hoch sind wie die Allradler. Ja. Genau. Und dann am besten mit dieser Zange rein, weil ja der Filter dann eh getauscht wird, gehen wir dann hier so rein, spreizen den auf und dann können wir den Filter einmal komplett rausnehmen. Und der Filter ist jetzt. Das ist jetzt dieser sogenannte Blow-by-Filter für die Kurbelwellengehäuseentlüftung. Kurbelwellengehäuseentlüftung. Genau. Damit sich kein Druck im Motor aufbaut. Okay. Also meine Empfehlung ist halt bei jedem zweiten Service mindestens. Ist so eine Empfehlung. Macht der Service das automatisch? Der Service macht alles, was man ihm sagt. Muss man ihm das sagen, oder? Der Kunde schafft an. Ja, aber klar, der Kunde weiß ja im Regelfall gar nicht, was jetzt getauscht werden soll. Ja, die Werkstatt sagt dann schon auch, wir könnten das noch machen, das noch machen, das noch machen. Und dann eventuell listet er dann auch den Blau-Beifilter auf, dann sagt man, okay, wechseln wir mit. Da gibt es denn von Eveco keinen Service. Ja. Natürlich gibt es einen Serviceplan. Ja, wo dann eben sagt, ja, doch, klar. Hat er doch gesagt, kriegen wir nachher. Genau, und dann zum Einsetzen, wenn wir natürlich dann einen neuen Filter haben. Wir haben hier gewisse Dichtringe drin, diese O-Ringe. Ein O-Ring, der freut sich immer, wenn er ein bisschen Schmierung bekommt. Das heißt, wenn wir einen Ölwechsel gemacht haben und wir wechseln den mit oder wir haben irgendwie ein bisschen ein Schmierfett, dann schmieren wir den nur ganz leicht ein. Einmal vorne, einmal hinten und dann müssen wir den richtig rum einsetzen. Das heißt, der hat einmal eine große Öffnung, einmal eine kleine Öffnung. Die große Öffnung gehört natürlich nach hinten und wir haben hier drinnen eine Abschrägung. Das sieht man auch, weil sonst würde der Filter ja durchrutschen. Und die gleiche Abschrägung haben wir hier, beziehungsweise das Gegenstück haben wir hier auf dieser Welle drauf. Das heißt, wir setzen den natürlich richtig ein. Einmal richtig eingesetzt. Montieren dann wieder unseren Sägering. Setzen den Sägering richtig drauf. Dann passt es soweit und dann könnten wir alles wieder zusammenschrauben. Das wäre jetzt der Wechsel des Blow-by-Filters. Aber der filtert ja eigentlich nur Dämpfe. Der filtert Dämpfe, beziehungsweise Dämpfe, die wohnen stehen. Läuft ja hier auch Öl runter, ja, genau. Und sobald der Motor sich in Bewegung setzt, schleudert er sich frei. Das heißt, die Ölrückstände, die werden rausgeschleudert, die Öldämpfe gehen dann über unser Ventil eben raus und es bleibt immer ein gewisser Rückstand im Filter drin. Der Filter kann irgendwann mal zusetzen, deswegen tauschen wir mal. Okay. Okay. Passt soweit, oder? Ja, ja. Der Filter müsste jetzt nicht unbedingt mitgenommen werden auf eine größere Reise. Wo Eveco vertreten ist, kriegt man diesen Filter. Wo jetzt Eveco nicht vertreten ist, da schauen wir uns halt dann mal nach, wenn wir die Reise halt planen. Nimm mal so einen Filter mit. Ich sag mal, viel Platz nimmt er jetzt auch nicht weg. Wenn ich weiß, ich bin 2 Jahre unterwegs, dann nehme ich mir so einen Filter mit. Okay? Okay. Okay. Zum Thema Ölwechsel. Das heißt, wir haben ja einen Wartungsplan. Dieser sagt bei diesen Motoren, Allradfahrzeugen, erschwerter Einsatz, einmal im Jahr oder alle 20.000 Kilometer einen Ölwechsel vorgeschrieben. Das heißt, zum Ölwechsel müssen wir natürlich einmal
dann unten die Ölablassschraube aufmachen. Das machen wir dann nachher noch beim anderen Motor drüben, weil der auf Kopf steht. Dann empfiehlt es sich auch immer, einmal die Öleinfülldeckel aufzumachen, damit einfach Luft reinkommt, damit das Motoröl besser rausläuft. Unter anderem natürlich dann auch den Ölpeilstab zu heben. Das Motoröl sollte vor dem Ölwechsel immer warm sein, weil das warme Öl einfach dann besser rausfließt. Bessere Fließeigenschaften. Dann zum Ölfilter. Der Ölfilter sehen wir ja hier, der steht auf dem Kopf. Das heißt, es gibt ein Spezialwerkzeug, da können wir hier drauf. Oder es gibt dann auch so Ölfilterbänder. Wer kennt sowas, ein Ölfilterband? Ich. Ja. Schauen wir uns nachher mal im Schulungsraum an. Zeige ich mal ein Foto, was ein Ölfilterband ist. Das kriegt man für ein paar Euro im Baumarkt. Das heißt, man geht mit dem Ölfilterband her, kann den dann ganz normal aufschrauben, dreht den runter. Es läuft dann auch ein bisschen Öl unten raus, aber nicht so dramatisch. Dann kann man den kompletten Ölfilter runternehmen. Wenn dann das Öl alles leer gelaufen ist, machen wir dann natürlich wieder unsere Ölschraube unten drauf mit einer neuen Dichtung, setzen dann den Ölfilter ein. Der Ölfilter hat unten dran auch eine Dichtung dran, eine kleine Gummidichtung. Die tun wir auch nur mit ein bisschen Öl einschmieren und dann setzen wir den wieder drauf. Und den schrauben wir dann gut handfest. Das heißt, einmal gut handfest und dann mit dem Ölfilterband ziehen wir noch ein bisschen nach, damit der fest drauf sitzt. Wenn wir das dann soweit haben, unten Schraube drin, Filter ist soweit drin, dann können wir natürlich wieder unser Motoröl auffüllen und das füllen wir dann in der vorgeschriebenen Qualität und in der vorgeschriebenen Menge natürlich ein. Okay? Die Dichtungen sind in diesem Ölfilter-Tauschsatz dabei. Die Dichtung für die Ölablasswanne müsste ich nachher mal nachschauen in den Ersatzteile, inwieweit das dabei ist. Aber die Dichtung vom Ölfilter, die ist am Ölfilter direkt dran. Okay? Dann schauen wir uns einmal an, wie wir die Ölablassschraube rausschrauben. Ich denke, hat jeder schon mal gesehen, so oder ähnlich. Dann brauchen wir das passende Werkzeug. Was ist das für Größe? Das kann ich gleich sagen. 12er. Okay. Das heißt, richtig rum natürlich. Schrauben die dann auf. Die Dichtung nicht vergessen und wir sehen kein Magnet. Okay, also kein Magnet verbaut. Es gibt so Ablassschrauben, die haben einen Magnet drauf, damit sich einfach der metallische Rückstand, der sammelt sich dann an der magnetischen Schraube, kann man dann ganz einfach reinigen und dann ist der quasi nicht im Ölkreislauf mit drin. Und warum ist hier kein Magnet? Warum hier keiner ist, denke ich konstruktiv bedingt, aber wir haben ja einen Ölfilter, wo die ganze Verschmutzung rausfiltert. Also macht keinen Sinn. Ja, es ist ein kleiner Vorteil, aber ich glaub, die wir haben einen Ölfilter. So wenig Fertigungstoleranz. Ja, mittlerweile gibt es nicht mehr viel Fertigungstoleranzen. Ja. Gut, wenn wir dann fertig sind natürlich mit dem Ölwechsel, neue Dichtung, alte Schraube, dann ganz normal wieder festziehen und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment natürlich anziehen. Das heißt, jede Schraube am Motor hat sein eigenes Drehmoment. Da kann ich auch noch eine Liste rausdrucken. Drehmomentschlüssel kennt auch jeder, oder? Einstellbar. Haben wir einen da? Hast du einen da? Du hast keinen drin, okay. Ich bin Elektriker. Schauen wir uns nachher mal an. Ich müsste noch einen da haben. Genau, und dann halt mit dem vorgeschriebenen Drehmoment ziehen wir dann die Schraube wieder an und dann hätten wir eigentlich einen kompletten Ölwechsel gemacht. Internetportal, wo man die Original-Iveco-Teile bestellen kann? Es gibt ein Portal, da haben aber nur die Händler Zugriff drauf. Das heißt, alles, was eigentlich Ersatzteilbestellung über Iveco ist, geht eigentlich über der lokale Händler dann. Gibt es noch Fragen? Wie viel Liter Fassungsvermögen hat das? Das schauen wir uns nachher an. Da gibt es einen Wartungsplan und mit Füllmengen gebe ich euch dann natürlich alles mit, damit ihr alles richtig habt. Da ist dann auch so ungefährer Verbrauch von Öl, was regulär ist und was. Ja, der Hersteller sagt immer, es dürfen pro
gefahrenen 1000 Kilometer bis 1 Liter Öl verbraucht werden. Wird aber bei uns nicht der Fall sein. 1000? Ja. 1 Liter? Ja. Das geht eigentlich nicht, aber es gibt die Aussage, das steht auch schwarz auf weiß. Ja. Ja. Das war vor 50 Jahren auch schon 1 Liter pro 1000 Kilometer. Das haben die das, irgendwie genau, aus Sicherheitsgründen. Das hat man mal so festgelegt und seitdem wurde es nicht abgeändert. Aber bei uns, wir haben das Problem mit Ölverbrauch in der Regel nicht.